Hallo meine Lieben, wie ich heute Morgen auf Instagram schon angekündigt habe, in diesem Video geht es darum, wie ihr schiefe Naturnägel mit Verlängerung oder halt auch als Naturnagelverstärkung begradigen könnt. Ja, und ich würde sagen, wir reden auch nicht lange drum herum. Wer möchte, kann gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren und folgt mir gerne auch auf Instagram. Und los geht's auch schon mit dem Video. Viel Spaß! Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Naturnagel schon vorbereitet und auch etwas von meinem Altmaterial abgefeilt. Ich habe jetzt nicht alles runtergenommen, damit der Nagel nicht zu instabil wird. Wundert euch nicht, das hier ist Nagellack, das ist kein Blut, das ist ja ein Überbleibsel vom Thumbnail. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich halte euch den Nagel jetzt auch noch einmal so in die Kamera und man kann deutlich erkennen, dass mein Naturnagel wirklich, also das ist hier komplett mein Naturnagel, dass der komplett schief ist. Und ja, was ihr tun könnt, wenn ihr eben eine Naturnagelverstärkung machen könnt, wenn ihr so einen Nagel habt, das zeige ich euch jetzt einmal. Bei diesem Nagel hier, also bei dieser Ausprägung, könnte man jetzt zum Beispiel gut sagen, okay, ich feile zum Beispiel in eine Ballerinaform. Das würde bedeuten, ich muss im Prinzip nur eine Seite angleichen, damit ich eben in diese Ballerinaform komme. Das ist die einfachste Variante, die wir jetzt in diesem Fall tun können. Ich zeige euch dann aber auch gleich noch eine nächste Variante. Ich werde hier einmal noch das freie Nagelende ein bisschen begradigen. So. Aber ich denke, ihr könnt auch jetzt schon sehen, dass der Nagel langsam eine etwas schönere Form annimmt und wir eben nicht mehr diese extreme Schräge drin haben und der nicht mehr so extrem schief ist. Aber ich werde noch weiter feilen und den noch weiter angleichen. Also ihr müsst dann wirklich in diesem Fall, je nachdem, wo lang der Nagel geneigt ist, nur an einer Seite eben feilen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir dann zufrieden sind mit unserem Endergebnis. Mit dieser Technik haben wir jetzt eine Ballerina-Form erreicht, die sich durchaus sehen lassen kann. Der Nagel ist zwar nicht zu 100% gerade, wie ihr sehen könnt, aber man kann das auch noch beim Modellieren etwas ausgleichen. Ja, aber ansonsten habt ihr dann mit dieser Methode eine schöne Form. Ihr könntet auch noch etwas schmaler zufeilen. Allerdings reicht das eigentlich für eine Ballerina. Und im nächsten Schritt zeige ich euch, wenn eben die Ausprägung, so wie bei mir, doch recht extrem ist, da empfiehlt es sich eben dann doch eher in die Mandel zu feilen. Das Prinzip ist das gleiche. Wir beschäftigen uns eben mit dieser Seite hier, also die entgegengesetzte Seite, und feilen erstmal in diese Richtung. Also wir feilen hier noch ein ganzes Stückchen weg und gehen dabei eben in die ovale bzw. Mandelform. Das könnt ihr euch dann natürlich aussuchen, ob ihr eher eine Mandel haben möchtet oder dann eher in die ovale Form geht, je nachdem, was eben möglich ist bzw. was ihr bevorzugt. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich eben in meine Mandelform komme. Zwischendurch könnt ihr auch mal aus einer anderen Perspektive draufschauen und sehen, okay, muss ich noch ein bisschen feilen oder reicht es schon? Wie wirkt die Form jetzt einmal? Ja, das ist auch immer eine Empfehlung natürlich. Bei den Seitenlinien ist es so, ich habe Himmelfahrtsnägel, da ist immer nicht viel zu machen. Also die Seitenlinien stimmen jetzt bei mir nicht mehr ganz so. Was bei Naturnagelverstärkungen aber auch immer so eine Sache ist, gerade wenn man eine Ballerina oder eben auch eine Mandelform feilt. Mich persönlich stört das nicht. Ich habe auch keine Probleme mit der Statik, mit der Haltbarkeit. Ja, das muss jeder dann für sich selbst entscheiden, ob er das eben so machen möchte und inwiefern das eben Sinn macht, eine Naturnagelballerina zu arbeiten. So, ich bin meiner Meinung nach fertig. Mir gefällt meine Mandel so jetzt schon mal ganz gut. Sie ist nicht ganz so spitz, aber so möchte ich das jetzt einmal lassen. Und ja, natürlich könntet ihr noch spitzer feilen, wenn ihr das mögt, aber ich denke, jetzt kann man eben auch gut erkennen, dass wir
den Nagel noch, also optisch noch gerader gestaltet haben. Und so kann man durchaus eine schöne Modellage gestalten. Jetzt werde ich einmal auf das Thema eingehen, was ist, wenn ihr mit Schablone verlängern möchtet, wenn es euch zum Beispiel stört, dass die Seitenlinien nicht mehr stimmen oder eben der Nagel so schief ist, dass man diese Methoden nicht mehr anwenden kann. Hier ist es wichtig, wie bei der Schablonenmodellage üblich, dass ihr eben den Nagel komplett kürzt. Je kürzer der Naturnagel ist, umso besser lässt sich die Schablone auch anlegen. Und da müssen wir jetzt mit der Schablone eben entgegenwirken. Ich werde die jetzt hier einmal ablösen und das Ei klebe ich jetzt mal nicht in die Mitte. Ich klebe mir die Flügelchen zusammen. Okay, und jetzt lege ich die Schablone hier einmal an. Und hier kann man, denke ich, auch sehen, normalerweise würde man jetzt dem Fingernagel folgen, müsste die Schablone so angelegt werden. Ihr müsst also einfach im Prinzip wie bei der Feiltechnik darauf achten, dass ihr die Schablone wieder der natürlichen Wuchsrichtung anlegt. Und zwar orientiert ihr euch an eurem Fingerknöchelchen. Wenn man hier jetzt nämlich die Feile anlegt, mittig des Fingerknöchelchens, da kann man dann feststellen, okay, wie muss meine Schablone eigentlich sitzen? Jetzt habe ich sie mir hier nochmal runtergehauen, das ist jetzt aber nicht so schlimm. So, und dementsprechend müsst ihr eure Schablone positionieren. Nun ist aber vielleicht nicht jeder geübt in der Schablonenmodellage, nicht jeder möchte eine Schablonenmodellage vielleicht anlegen. Und deshalb zeige ich euch noch die Variante, was ihr machen könnt, wenn ihr eine Tippverlängerung bei schiefen Nägeln machen möchtet. Ich habe mir jetzt hier einmal einen Short Square Tipp dafür genommen. Ihr könnt aber auch natürlich euren Lieblingstipp verwenden in eurer Form, die ihr mögt. Und zwar empfehle ich euch, in der Press-on-Technik zu arbeiten. Das heißt, ihr setzt den Tipp als Fullcover einfach auf euren Naturnagel und befestigt diesen mit Acrylic-Gel vorzugsweise. Und zwar hat das den Hintergrund, wenn ihr den Tipp kleben würdet, kann es eben passieren, da man da bei dieser Methode eben etwas schneller arbeiten muss, bevor der Tippkleber trocknet, dass ihr dann doch wieder in diese natürliche Nagelform rutscht und euch der Tipp dann schief sitzt und ihr dann wieder zufeilen müsstet. Sticky Ultra Bond Primer und UV Gelish Bond sitzen auf dem Naturnagel. Ich habe mir jetzt hier schon einmal in den Tipp mein Lieblings-Acrylic-Gel, das Glam Nude, eingefüllt, nehme jetzt hier meinen mit Cleaner angefeuchteten Pinsel und verteile mir mein Produkt im Tipp. Wer nicht weiß, wie man Press-on-Nails arbeitet und da ein paar nähere Infos braucht, der schaut sich bitte meine Videos dazu an. Verlinke ich euch natürlich auch in diesem Video. So, ich platziere jetzt einmal, entschuldigt bitte, dass meine Hand so zittert. Das liegt einfach daran, dass es furchtbar anstrengend ist gerade. So, und hier müsst ihr jetzt natürlich darauf achten, deshalb finde ich es so toll, das in der Press-on-Technik zu arbeiten, dass ihr euren Nagel richtig justiert. Normalerweise würde der Nagel in diese Richtung geneigt zeigen, weil eben der Naturnagel in diese Richtung geht. Aber wie ihr gut sehen könnt, auch seitlich gesehen, ist der Nagel jetzt wirklich in einer schönen, geraden Position? Und ja, ich finde diese Variante relativ einfach, wenn man eben keine Schablonenverlängerung machen möchte. Und so kann man jetzt hier vorne eben am freien Nagelende, hoppala, jetzt sehe ich es nicht ganz, ein bisschen rumjustieren und noch so ein bisschen rumzuppeln, so dass der Tipp eben in die Position rückt, die man haben möchte. Und so schaut mein fertiges Endergebnis aus. Ich habe ein Fullcover einfach mal aufgetragen, damit ihr das besser sehen könnt, dass der Nagel jetzt eben eine wirklich schöne, gerade Form hat und eben nicht mehr schief ist. Ich zeige euch das jetzt auch noch mal aus dieser Position gesehen, also mein Finger liegt komplett auf und normalerweise wäre der in diese Richtung ausgerichtet, aber wie man jetzt schön erkennen kann, er ist wirklich schön gerade bzw. entgegen der Wuchsrichtung.
So, meine Süßen, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir wie immer gerne in die Kommis, natürlich auch Videoanregungen oder was auch immer ihr mögt. Ich freue mich über jeden Kommi. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Ciao!